Hier kommt der dritte Part der ostfriesischen Fettnäpfchen und zwar zum Thema Tee trinken. Fangen wir mal von vorne an. Das Schlimmste, was ihr sagen könnt: Wir Ostfriesen und Ostfriesinnen lieben unseren Tee. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Kaffee trinken, aber unsere Teetiet ist uns trotzdem heilig. Deswegen sagt sowas lieber nicht. Ein weiteres Fettnäpfchen, welches ich schon oft gesehen habe, ist anstatt der Sahne Milch zu benutzen. Denn in der klassischen Teetiet wird Sahne gegen den Uhrzeigersinn eingegossen. Denn nur so kann die Zeit beim Tee angehalten werden. Ein weiteres Fettnäpfchen ist das Umrühren des Tees. Denn nachdem man Klunch und Sahne hinzugegeben hat, rührt man den klassischerweise nicht mehr um. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich mach's auch manchmal. Eine Sache, die man in Ostfriesland schon als Kind lernt, ist, den Löffel in die Tasse zu legen, sobald man keinen Tee mehr möchte. Und denkt immer dran, dass ihr mindestens 3 Tassen trinkt. Am wichtigsten ist aber, dass ihr den Tee genießt und ihn euch schmecken lasst.